Kriege Hain wird nicht weit. Ah, ja, ja. Die machen das schon hier, die Türme, wobei. Unsere Krieger greifen den Feind an. Wir müssen erstmal hier die Gebäude wegruppen. So, irgendwie der Neue raus, ne? Warte mal. Ich setze dem jetzt hier ein Ende. Oh, meins. Ich werde unser Heiliger beenden. Und dann den noch. Oh, und wir haben ein Level-Up, sehe ich. Hier mal den Schattenstark, hier das Blinzeln. Weiß ich nicht, wozu das gut sein soll. Die Zeit ist gekommen. So. Pam. Und da liegt ein Skelett-Artefakt. Liegt hier auch noch was? Nee. Dann hol ich mir das doch mal direkt. Was ist denn hier los? Immer noch. Ach, scheiße. Warte mal, ich hab eine Idee. Lalalala. Och, lass mich doch in Ruhe. Was ist das hier eigentlich? Baum essen. Ah, cool. Ich kann Baum essen. Ja, lecker, lecker. Schön. Rinde. Köstlich, köstlich. So, dann können wir uns hier wieder einpflanzen. Zack. Unsere Krieger greifen den Feind an. Die Jagd wartet. Ach Gott. Gerechtigkeit wird geschehen. So. Wir werden angegriffen. Ah. Okay, die Schiffe halten immer gar nichts aus. Die Jagd wartet. So, egal. Was kann denn das Artefakt? Dieses uralte Artefakt fängt die Seelen gewaltsam Gestorbene ein und zwingt sie, die letzten Augenblicke ihres Lebens bis in alle Ewigkeit zu erleben. Ich werde okay. Die Jagd beenden. Klingt ja richtig spaßig. Mehr das ist sie aber auch nicht. Das heißt, wir können jetzt wieder abhauen. Ich werde die Jagd beenden. Aber gut, dass wir die Schiffe haben. Die haben nämlich unsere Transporter ganz gut beschützt. Fertig. Sprecht frei heraus. So, dann legen wir jetzt hier wieder an und sagen dem, dass alles wieder geregelt ist. Und dann wird er uns seine tolle Geschichte erzählen. Ja, mal gespannt. Gerechtigkeit wird geschehen. Die Jagd wartet. Illidan ist irgendwo da draußen. Na? Ach so, die Maeve muss er daran. Die Schuldigen werden leiden. In Gott. Position. Ich hasse diese Kollisionsgrößen. Die so ein Quatsch wartet. Auch. Warte mal. Ach. Das so, Ende jetzt. Ah ja, jetzt geht's. Die Toten plagen euch nicht mehr, alter Ork. Hab Dank, Fremdling. Nun hört meine Geschichte. Vor fast 20 Jahren hob der große Hexenmeister Gul'dan diese Inseln aus der Tiefe. Er wollte die uralte Gruft bergen, in der sich die Überreste des dunklen Titanen befanden. Sargeras! Ihr sprecht von Sargeras, dem Schöpfer der Legion. Eben dem. Vor Äonen, nach Sargeras Niederlage, wurden seine Überreste in einer unterseeischen Gruft eingeschlossen. Gul'dan glaubte, die Macht des dunklen Titanen ginge auf ihn über, wenn er die Gruft öffnete. Durch seinen Hochmut wurden er und der Rest unseres Clans von irren Dämonen in Stücke gerissen. Seither ziehe ich über diese Inseln und werde von den Geistern meiner ermordeten Kameraden heimgesucht. Eure Geschichte ist so fesselnd wie abstoßend, Draktul. Ein Jammer, dass eure Geister verstummt sind. Für das, was ihr hier entfesselt habt, verdient ihr Schlimmeres als ihre Gesellschaft. Aha. Und wieder haben wir etwas gelernt. Illidan, wir wissen also nun, Robe der Weisen erhöht die Intelligenz um 6, wenn getragen. Schade, dass es kein Intelligenzheld ist. Wir wissen jetzt, wer die verehrten Inseln erschaffen hat, nämlich Gul'dan höchstpersönlich. Toll, oder? Ich weiß gar nicht, ob das in WoW irgendwie da gesagt wurde, in irgendeinem Video oder so. Keine Ahnung. Egal, wir gehen auf die nächste Insel. Dumm-di-dumm-di-dumm. So. Wir werden Gerechtigkeit finden. Ich hab zu viele Einheiten. wir legen mal hier irgendwo an. Aha, ein Söldnerlager. Gerechtigkeit wird geschehen. Können wir wieder was anheuern? Stormreaver Einsiedler anheuern. Achso, aber mehr ist sie gar nicht. Ja, das ist ganz cool, aber brauche ich jetzt eigentlich nicht. Irgendwo da draußen. Ich gehe im Schatten. So, rein da.
Und dann gehen wir auf die nächste Insel. Das wäre dann hier oben. Ah, da ist wieder ein Hafen. Also, was haben wir mal? So ein bisschen. Oh, warte. Ein bisschen umsehen. Ah, hier sieht es doch ganz gut aus. Ich würde sagen, wir legen mal hier an. Also noch immer nicht so ganz genau, wo wir eigentlich hin müssen. Warte mal, ich will noch die beiden Schiffe hier hinstellen. So. Gerechtigkeit wird geschehen. Wütender Dschungelpirscher, Stufe 9. Okay. Können wir mal hier den Schattenschlag ausprobieren. Long. Und dann den hier. Aua, aua. Ein Last Totem. Ja, die machen auch schon gut Schaden hier, die Kollegen. Für die Beobachterinnen. Der will die eigentlich noch? Nee, es wird schon gemaxt auf Stufe 4. Ist irgendwo da draußen. Wir müssen uns sputen. So, Klauen des Angriffs, nice. Jetzt gehe ich erstmal hier nach unten. Ich werde die Jagd beenden. Mal sehen, wo uns unser Weg eigentlich das hinführt. Das Ende rückt näher. Ich kann nicht mehr warten. Hey, hier geht's noch ganz schön weit. Standen große Bäume hier. Zwillingsespen, die geäst von Azara genannt wurden. Sah man sie, erfuhr man wahren Frieden, wahre Erfüllung. Nun sind sie mit den Hoffnungen und Träumen einer Generation verschwunden. Ja, schade. Oh, guck mal hier. Eine ganze Basis. Ah. Heilen hier einmal. Klong. Das Ende rückt näher. Ah, das wird ein bisschen verlustreich werden, aber ist auch eine ganze Armee. Gerechtigkeit wird geschehen. So, machen wir den Turm hier einmal weg. Habe ich gesehen am Anfang. Ich bin die Kleine. Naisha, Naisha, guckst du mich an? So, los, kaputt. Ich fand es ja damals schade, dass die Naga nie als eigenes Volk rausgehauen haben. Ne, es gab ja dann im Prinzip keine weiteren Völker mit Frozen's Throne. Da gab es aber damals irgendwie ein Fanprojekt. Oh Gott, es wird hier echt eng. Du Scheiße. Ich glaube, ich gehe mal. Ich gehe dann mal. Oh Gott. Die Schuldigen werden leiden. Oh nein, sie stirbt noch. Alter, 5 Leben. Die Zeit ist gekommen. Puh. Ich kann nicht mehr warten. Können wir die irgendwie vom Wasser aus angreifen? Auf jeden Fall können wir es hier unten anlegen. Und die Kollegin hier, die kann mal, ja, ich glaube, ich hole mal so ein paar Söldner hier. Mal gucken, was die Tolles können. Ah, ist nicht weit genug dran, ne? Wobei. Reicht da die Range? Ne, reicht nicht. Ah, guck mal hier. Ih! Oh Gott, die können schwimmen. Ist ja fies. Okay. Warte mal, einmal hier abladen. So. Gerechtigkeit wird geschehen. Wir holen uns einfach mal hier ein paar Einheiten. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Die so. Schuldigen werden und dann leiden. Müsste ich mich dringend mal eine Runde heilen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Kann ich hier irgendwo. Ah, hier kann ich, glaube ich, schnell mal in meine Basis gehen. Guck mal, das sieht ja gar nicht mal so übel aus hier. Was können die? Die können reinigen, okay. Die können nichts. Und der hat Stachelpanzerschale, 30% Damage Reflect. Okay, ja, nicht schlecht. Ja. Na, ja, das wird auf jeden Fall nicht allzu leicht werden. Da ist noch ein Heilbrunnen. Ah, ein Heilbrunnen. Wir müssen uns sputen. Okay, ich nehme den Heilbrunnen. Helfen. Kann sich auch die Naisha nämlich nochmal heilen, das ist ganz gut. Oh nein. La 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 la, ich hab mich verlaufen. Unser heiliger Hain wird entweiht. Oh Gott. Warte mal, ich versuch die mal da abzuladen.
Oh Gott, nein! Scheiße. Wie kann ich denn für ihn dienlich sein? Ich glaube, wir sollten mal den Helden... Wo ist mein Altar? Da. Wir belieben. Ah, die Türme, die erledigen Job doch ganz formidabel, muss ich sagen. Also, das ist echt nicht schlecht. So, auf jeden Fall, den Brunnen haben wir. Wenn auch ein bisschen was gekostet hat. Ja, dann muss ich jetzt mal die Heldin wiederbeleben. Ja. Ich kann ja währenddessen hier noch ein paar Einheiten bauen. Achso, und hier einmal upgraden. Die Bogenschützen halten ja halt eh nichts aus, ne? Die sind halt echt Schrott. Die Jägerin finde ich wesentlich besser. Upgrade, können wir auch mal hier ein bisschen was drücken, so. Und die Heldin dauert noch, ja, ist schon auf Hälfte, wunderbar. Das passt doch, ne? So. Das heißt, wir können uns jetzt hier oben immer wieder voll heilen, das ist ganz gut. Recht schnelle Verbindung hier über das Schiff. Und dann, ich würde sagen, das nächste Mal spawnen wir einfach dann hier unten. Göttin, erleuchte meinen Weg. Sprecht Weg wird heraus. Erleuchtet. Na los. Wir haben doch nicht ewig Zeit. Ich will doch das Let's Play nicht ewig in die Länge ziehen. Nur weil die Heldin so lange braucht. Los, 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 los. 3, 2, 1. Komm raus. Ich bin die Hand der Gerechtigkeit. Ganz genau. Und ich bin die Hand des Let's Plays. So, kann ich hier... Erleuchte meinen Weg. Hochburg oder Baum des Alters oder Halle der Toten? Was? Halle der Toten? Klingt aber nicht sehr nachelfisch. Egal. So. Ja, die lassen wir mal hier. Dann fahren wir mal in Richtung Heilbrunnen. So. Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, einen müssen wir dann da lassen. Schauen wir mal. Na, was ist denn los? Ach Gott. Ich sag ja, das hätten sie nicht machen sollen. Diese blöden Kollisionsgrößen. Ein Glück, dass sie das in WoW dann gestrichen haben. Wissen ja viele nicht, aber WoW baut ja auf der exakt gleichen Engine auf wie Warcraft 3. Also im Prinzip, das ist WoW, ne? Also das ist nichts anderes. Da haben sie zum Glück dann die Kollisionsgrößen rausgeschmissen. Das ist mega ätzend in Warcraft 3 schon immer gewesen. Weil einfach immer irgendwie alles sich gegenseitig im Weg steht. Voll doof. Ja, einen Platz hätten wir noch. Naja, egal. Wir versuchen mal hier unten den Angriff. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Schätze mal nicht allzu weit. Ich habe da leichte Bauchschmerzen, was das Thema angeht. Können die Schiffe eigentlich hier hoch? Erkunden, weißt du? Ausbau abgeschlossen. Dumm, die dumm, die dumm. So, hier sind wir auch gleich da. Wunderbar. Ja, yalla, yalla. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Naga, ihre Anwesenheit hier ist eine Sünde an der Natur. Illidan ist irgendwie... Ich bin wieder voll aufs Maul hier. So. Und der Turm hier. Ach, scheiße. Ach, ja. Ist nicht so einfach, ne? Wir vergeuden hier unsere Zeit. Weil ich mal kurz den wilden Brunnen hier kaputt machen. Also diesen großen Turm. Ich weiß gar nicht, ob die sich hier wieder aufbauen. Ja, weil ich hier irgendwie ein Gebäude kaputt mache, ob die einfach ein neues bauen. Illidan ist irgendwo da draußen. Ja, das Pinsel ist total sinnlos irgendwie. Mal hier ein bisschen Mana recken. Das sieht aber nicht so aus. Also ich glaube, die bauen sich nichts Neues auf. Ich glaube, wir sind mal den Dingens kaputt. Illidan ist irgendwo da draußen. Den Schrein von Ashara. So, weg damit. Dann haben wir noch den Rest hier kaputt. Ich werde die Jagd beenden. So, Chaka. So, ich würde sagen, gegen die Nager haben wir auf jeden Fall... Ah, warte mal, hier unten werden noch Einheiten, glaube ich, rausgepumpt. War noch weg. Man weiß ja nie, ne? Da kommt hier wieder so eine Armee raus gleich. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Nager-Stoßtrupp platt gemacht. Das ist schon mal gut. Erste Fortschritte quasi auf der Suche nach Illidan.
Ich zerstöre jedes Haus, weil ich das so gut kann. Long. Ah, toll. So, na endlich. Ach, die Einheiten hier kaputt machen. Irgendwo. Hä, wo kommen die raus? Und die auch hier ist ein Hauptgebäude, ne? Ich mache jetzt auch die Arbeiter hier kaputt, weil die. Ah, genau, da kommen wirklich da raus, ne? Unfassbar. Gerechtigkeit wird geschehen. Ah, die sterben eh passiv hier durch die geilen Gläfen. Mega cool. Die können wir, glaube ich, auch upgraden, ne? Ach nee, können wir nicht. Ah, schade. Aber wir können hier das hier drücken. So. Da können wir jetzt ein paar neue Truppen bauen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. So. Hauptgebäude noch zerstören. Und dann haben wir es auch eigentlich schon geschafft.